Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Just Cause 3 in der Collectors Edition. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, hier haben wir Just Cause 3 in der Limited Edition. Zu meiner Überraschung sehr groß, hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, wir haben ja einen großen Karton, der jetzt zeigt mal kurz von allen Seiten. Das kostet 3 Logo mit diesen Haken. Hinten sehen wir natürlich den Inhalt der Box. Also wir haben halt das Spiel, eine Karte, ein Artbook und den sein Enterhaken, genau. Nachbildung originalgetreu, also detailgetreu steht hier. Also 38 cm, darum der große Karton. Sonst nicht viel an diesem Karton, würde ich sagen, packen wir die Sache aus. Eieiei, ist aber auch fest gemacht hier, du. So, Folie weg. So, haben wir hier diesen Umkarton. Auch beiseite. So, dann haben wir hier einen ganz schlichten weißen Karton, wo wirklich nichts drauf ist. Nur weiß. Und dann öffnen wir das mal. So, dann haben wir hier schon mal das Artbook. Nehme ich erstmal alles raus. Dann denke ich mal, hier wird die Karte sein. Natürlich das Spiel. Leider nicht im Steelbook, sondern ganz normal. Packen wir das aber erstmal beiseite. Und gucken wir, was noch so in dem Karton ist. So sieht das denn jetzt aus hier. So, nehmen wir den Haken raus. Haben wir hier noch ein paar kleinere Sachen. Nehmen wir mal erstmal alles raus. Noch das Gestell. So, nehmen wir mal den Karton auch beiseite. So. So, würde ich aber erstmal sagen, machen wir erstmal die anderen Sachen. Gucken wir uns erstmal das Spiel an. Wie gesagt, leider kein Steelbook, einfach nur ganz normale. Ich denke mal, wird die ganz normale Verkaufsversion sein. Auf die ganze Sache. Also mit der Folie ist heute irgendwie. Ah, so. Beiseite. So. Wie gesagt, ganz normal die Spieldisk. Leider kein Wendecover. Also wir haben hier dieses ekelhafte USK-Logo vorne drauf. Dann haben wir da halt noch Maxdome, 3 Monate zum Preis von einem Gutschein. Jetzt erhältlich. Und dann haben wir hier halt noch ja, hier kann man noch irgendwas, Produktregistrationskarte, Werbung vom Deus Ex und dann halt hier noch ein Code für exklusive Fahrzeugpaket.
So, das noch die DLC-Codes sozusagen. Also das beiseite. Dann haben wir halt das Artbook. Ja, sehr, sehr dünn. Nochmal kurz rein. Also nicht in Deutsch, in Englisch. Ja, und dann hat man hier halt so, ja, nicht wirklich besonders. Ja. Okay, dann haben wir halt noch die Karte. Ich öffne mal kurz. Ist so aus etwas dickeren Papier, also schon so wie so eine wirkliche Karte. Nicht so ein. Darum geht auch schwer auseinander. So, da haben wir dann einmal ein Poster auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir denn eine ganz normale Karte. Eine Legende, wo so ein paar Sachen drauf sind. So, aber würde ich sagen, kommen wir zu dem besonderen Bonus. Hier haben wir noch eine Warnung drauf. Da ist alles aus Plastik. Kann man den sich eigentlich auch wirklich. Oh, den kann man. Ah ja, okay. Noch nicht wirklich. Vielleicht, wenn man ganz kleine Arme hat, könnte man sich den ummachen. Aber ansonsten geht das nicht. Ja, also der Haken hier vorne, die Spitze ist auch aus Plastik. Also ist wirklich. Einzige, was ist hier, ist ja ein Drahtseil. Das ist das Einzige aus Metall, glaube ich, an dem ganzen Ding. Der Rest ist wirklich alles aus Plastik. Ist auch nichts bewegbar, keine Teile. Ist eigentlich wirklich bloß was zum Hinstellen. Also da ist wirklich nichts. Ich finde, die Spitze hätte vielleicht auch noch aus Metall hätte sein können. Aber naja. Gucken wir mal hier noch den. Also ich dachte jetzt, der ist wirklich etwas größer, weil der Karton ja wirklich riesig war. So, dann haben wir hier den Fuß. Ja, Just Cause 3 vorne. Nicht ganz gerade. Von unten. Das hier mal hin. So, und dann gucken wir mal auf die Beschreibung, wie das hier funktionieren soll. Okay. Kommt halt der in die Mitte. Der ganz kleine kommt nach vorne. Und der große kommt hier hin. Auch richtig rum. So. Haben wir es jetzt richtig gemacht? Und dann kommt das Ganze hier. Alles ein bisschen wackelig, die ganze Sache. Schon drauf. Und der Haken. Naja, wird ein bisschen von dem. Ja, jetzt haben wir es. So, haben wir es geschafft. So sieht das Ganze aus.
Halte mal ein bisschen näher an die Kamera nochmal. Sag, so sieht das denn alles ein bisschen instabil. Ja, es sieht optisch vom Weiten, sieht es schon ganz gut aus. Ja, hier so diesen abgeschrabten, so sieht es schon, ja, man sollte nicht zu nah rangehen, aber so vom Weiten macht es schon optisch was her. Ja, wie gesagt, nochmal zum Inhalt. Wir haben eine Karte, ein etwas, naja, Artbook, was nicht wirklich gerade besonders ist. Spiel leider auch nicht im Steelbook. Ja, ganz normale Spielverpackung ist, ja, okay, die Edition ist jetzt nicht allzu teuer, muss man sich überlegen. Aber ich würde sagen, dann soll es das erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.